dem Moment, wo mir gesagt wurde, geh um die Ecke, da warten wir hier auf dich, habe ich mir gedacht, okay, jetzt kommt ein Kreuzverhör. Hallo. 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 Schön, dich kennenzulernen. Sophia. Hi. Ja, ich komme rum. Ich hatte mega Herzklopfen, wo ich dort ankam. Hallo, hallo. Susanne. Ich bin Max. Hi, freut mich, Max. Hallo. Schön, dich zu sehen. Freut mich auch. Ja. Vielen Dank. Bitte setz dich. Danke dir. Diese Distanz für mich war ein bisschen schwierig, weil ich normalerweise Mensch bin. Ich begrüße mich gerne so mit Umarmung oder sag vernünftig Hallo. Möchtest du was erzählen über dich selber und deine Familie? Ja, sehr gerne. Also ich bin 31 Jahre alt, lebe aktuell in Stuttgart, habe aber vorher in Düsseldorf gelebt. Und ja, irgendwann bin ich dann halt aus beruflichen Gründen nach Stuttgart gegangen und fühle mich da auch ganz wohl. Was war denn dein erster Eindruck von der Maxim, wo du aus der Limousine gestiegen bist? Also erstmal war ich total perplex, weil das ist halt eine total neue Situation für mich gewesen. Ich habe halt noch nie auf so eine Art und Weise jemanden kennengelernt. Spannend, und natürlich. Ja, ich hatte einen totalen Tunnelblick und war so mega nervös, dass ich total zittrige Beine hatte. Und ja, den Tag werde ich auf jeden Fall nicht vergessen, weil das ist so das Schwerste in meinem Leben gewesen, dass ich so über meinen Schattenspringer auch aussteige und überhaupt noch ein Wort rauskriege. Ja, frag gleich mal, ob er das Gefühl hat, jetzt entspannter mit mir umzugehen. Aber du jetzt erzählst, du warst ein bisschen nervös, sag ich mal, was ja auch normal ist. Hast du denn das Gefühl, das ist eine Entwicklung, also dass du jetzt entspannter bist, wenn ihr zusammen seid zum Beispiel? Auf jeden Fall, das habe ich auch schon gesagt. Also sie gibt mir halt schon ein bisschen Ruhe dabei. Also ich habe so total ein positives Gefühl, wenn ich mit ihr bin. Und das freut mich halt. Und deswegen bin ich natürlich sehr, sehr froh drum, jeden Zeitpunkt mit ihr so zu genießen. Jetzt sind wir natürlich weniger, dann habe ich noch mehr Zeit dafür. Ja. Frag gleich mal, wo es hingehen könnte, also was er sich quasi vorstellen kann. Wie stellst du dir denn den Alltag mit der Maxim vor? Frag Mama schon. Läuft. Ich bin so ein Energiebündel, ich brauche immer irgendwie Action. Und am liebsten halt mit ihr gemeinsam nonstop unterwegs. Das heißt, du könntest dir auch vorstellen, dann schon auch die Distanz öfter mal auf dich zu nehmen. Ja, also ich habe halt auch meine Familie in Düsseldorf, Essen und so. Ja, und für mich kommt es schon in Frage, dass ich auch wieder zurückkomme. Und dann ist die Distanz ja gering. Er hatte einfach so einen Strahlen. Ne? Also er war wirklich, ich glaube, er war auch aufgeregt, das hat man gemerkt. Aber hat sich trotzdem wohl gefühlt. Ja. Wir wollen uns jetzt erstmal für den Moment bei dir bedanken. Freut Hat uns sehr gefreut. Mich auch auf jeden Fall. Ja, schön. Vielen Dank. Ich weiß nicht, also vielleicht hätte ich mehr Fragen stellen können. Ciao, ciao. Aber ja, es war sehr, sehr angenehm. Also sie waren sehr herzlich und das Gespräch war meiner Meinung nach super harmonisch. Hallo. Hallo. So, jetzt bin ich mal gespannt. Ja, ich auch. Ne? Also, war sehr sympathisch. Ja, fand ich auch sehr sympathisch. Er hat sich auch Mühe gegeben, dass es jetzt nicht nur darum geht, möglichst uns zu beeindrucken, indem er über dich die ganze Zeit schwärmt. Ja, genau. Und schön in der Nähe. Ich habe direkt an euch gemerkt, dass ihr das super findet. Ja, natürlich. Habe ich direkt gesehen. Nee, hübscher Kerl. Es ist wieder Rosenzeit. Dieses Mal bin ich am Zug. Ob ich meinen richtigen finde, seht ihr auf TV Now. Damit ihr auf dem Kanal nichts verpasst, vergesst nicht, ein Abo dazulassen. Hier geht's zu den Highlights meiner Staffel.